Yahushua ist das Geschenk. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Gesegnet sind jene, die ihn kennen und akzeptieren. 4. Januar 2006 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, welche Ohren haben, die hören. Das sagt der Herr. Yahushua, der Jesus genannt wird, ist der Messias, der Maschiach meines Volkes. Wie ernüchterte Lämmer sind alle umhergeirrt und ihre eigenen Wege gegangen, verloren in einer Welt von Egoismus und Gier, voller Zweifel, immer den Täuschungen der weltgewandten Menschen Beachtung schenkend, die den Wünschen ihrer verdorbenen Herzen nachjagen. Meine Kinder, ja alle Kinder dieser Erde, hört mich und versteht. Ich bin der Gott eurer Väter, der Gott von Abraham, der Gott von Isaak, der Gott von Jakob, von welchem das Geschenk und die Erlösung der Menschen kam, mein einzig in die Welt gesetzter Sohn, Jesus Christus, Jeshua, der Messias, der Herr über die ganze Schöpfung. Ihr sucht in der Welt nach Beweisen, ihr grabt im Sand und ihr füttert euch Tag und Nacht mit den Lehren der Menschen. Euer Gedächtnis ist angefüllt mit dem verdorbenen Wissen der Menschen, mit vielen Büchern und intellektuellen Dialogen, in einem vergeblichen Versuch, Gott zu verstehen. All eure Taten sind Eitelkeit, ausgearbeitet in Arroganz. O ihr verlorenen Schafe, warum irrt ihr umher? Ich bin nahe bei euch, durchsucht eure Herzen und versteht mich, denn ich habe euch alles gegeben, was ihr jemals braucht, durch meine vielen Diener und Propheten. Sie sind in perfekter Übereinstimmung und haben alles in den Schriften der Wahrheit niedergeschrieben. Denn Brot und Wasser habe ich euch gegeben als Nahrung für euren Körper. Aber die Schriften der Wahrheit werden euch versorgen bis zum ewigen Leben. Wenn ihr nur glauben würdet und danach leben, was von dem Mund des Vaters geäußert wurde und erfüllt ist in dem Sohn der Erlösung. Hört deshalb zu und kommt eurem ernsthaften Verlangen nach, Beweise zu haben, denn ich habe sie euch gegeben, damit ihr glauben könnt. Mein Sohn ist das Wort, genau wie ich das Wort bin. Und wenn wir das Wort sind, dann muss er alles erfüllen, was das Wort von ihm spricht. Und wenn er alles erfüllt, was ich von ihm gesprochen habe, über die Generationen und die Generationen, die kommen, warum denn glaubt ihr nicht, dass er ist, wer er ist? Tut deshalb Buße in seinem Namen und seid hochgehoben. Widersteht der Wahrheit und seid gerichtet. Erhebt eure Faust gegen den Himmel und versammelt euch gegen den Heiligen von Israel, und ihr werdet nicht mehr sein. Ihr werdet zerstört sein und verzehrt durch das, was ihr nicht hören wollt. Das Wort Gottes, welches hervorgeht aus dem Mund von ihm, der auch das Wort ist, alle Feindschaft tötend in diesen trockenen und verdorrten Ländern, sie in Scharlachrot einhüllend, keine Mittelwege oder Trennwände zurücklassend. Schaut, alles ist weggewischt und zurückgeführt zur Gerechtigkeit, für immer und ewig. Dies ist das Erbe der Heiligen, Ruhe und Herrlichkeit in der Gegenwart des Lammes, der ihr Hirte sein wird für immer, Leben ohne Ende. Amen und Amen. Yahushua ist sein Name.